Über 550 Tonnen Müll wurden allein an den Sylter Stränden im Jahr 2015 von den Tourismusbetrieben eingesammelt. Insbesondere jetzt, nach dem Winter, wird haufenweise Plastik und anderer Müll angespült. Am Sonntag hatte der Surfclub Sylt in Kooperation mit der Naturschutzgemeinschaft Sylt, den Tourismus-Services und der Surfrider Foundation zum Beach-Clean-Up aufgerufen. Ab 11 Uhr sammelten freiwillige Helfer von Hörnum über Rantum, in Westerland, in Kampen bis hoch nach List Müll ein. Diese Sammelaktion findet übrigens weltweit statt, an den Küsten, Flüssen und Seen in vielen Ländern der Erde. Auf Sylt beteiligten sich sehr viele engagierte Helfer, darunter auch Kinder und Jugendliche am Beach Cleanup. Etwa 140 Säcke mit Müll wurden innerhalb von 4 Stunden gefüllt. Vielen, vielen Dank erstmal an alle Helfer, die heute geholfen haben. Was im Endeffekt in meinen Augen ja auch eigentlich eine Selbstverständlichkeit für jeden ist, immer ein bisschen was mitzunehmen, immer selber dran zu denken. Aber nur allein, dass eine Organisation wie wir als Surfclub aufrufen und so viele kommen und so viele Helfer sind, das ist schon ein tolles Zeichen. Also da merkt man daran, dass das in jedem eigentlich auch drinsteckt. Aber man braucht immer so ein bisschen Push, dass man es dann auch wirklich macht. Der abschließende Treffpunkt am Nachmittag war für alle Helfer die Promenade in Westerland. Dort spendierte die Creperie am Meer für alle Beteiligten einen Crepe. Der eingesammelte Müll wurde im Anschluss von den Mitarbeitern der Tourismusorganisationen eingesammelt und entsorgt.